traurig, mir jetzt eigentlich okay, ich bin nur müde, nur ein bisschen müde. Hi, ich bin Luna und wenn ich privat einen Kaffee trinke, dann bin ich die Alina. Ich bin Singer-Songwriterin und heute bin ich glücklich. Ist nicht so, wie es aussieht, hab nur glasige Augen, weil die Birken am Blühen sind. Ich bin nur ein bisschen müde. Wenn man das Wort wörtlich nimmt, dann denken die Leute, ich singe einfach nur drüber, dass ich gerade müde bin. Und das kennt man ja auch so in der Musikbranche. Man bleibt lange wach und ich bin Luna, ich schreibe meine Songs in der Nacht. Ja, natürlich bin ich müde. Aber wenn man sich mal auch die Parts anhört, was ich da singe, dann wird eigentlich relativ schnell klar, um was es wirklich geht. Ist wie es immer schon war, ja manchmal vergesse ich mich auszuruhen. Dieses manchmal vergesse ich mich auszuruhen ist, glaube ich, so klassisch in dieser Bubble, in dieser Welt, in der ich lebe als Musikerin, weil man halt 24/7 Jobs hat und dann da und da und dann sitzt man vor der Kamera und dann soll man irgendwie gut drauf sein. Und es ist oft einfach nicht so wie jetzt in diesem Format, dass man mal offen darüber spricht, wie es einem gerade geht, sondern eigentlich dieses oberflächliche, oh mein Gott, wie bist du mit dem Hype umgegangen und ist das nicht crazy und ja, das ganze Leben ist immer crazy und ja, da ist man einfach so in diesem Tunnel drin und ich habe von vielen MusikerInnen auch gehört, dass die irgendwann das nicht mehr geschafft haben, wenn die abends ins Bett gehen, abzuschalten, dann trotzdem noch das Handy in der Hand checken, was geht auf Social Media. Vorm Schlafengehen nachzudenken, was poste ich morgen als nächstes. Vor allem, wenn man auch selbstständig ist, dann hat man nicht so diese Arbeitszeiten und auch Ruhezeiten, sondern vermischt sich irgendwo alles. Das ist auch eine Kunst, das irgendwie hinzubekommen, dass das ausgewogen ist. Und dadurch, dass ich das halt seit ja, 2 Jahren jetzt so auf dem Level mache oder direkt nach dem Abi, ist es noch nicht so lange und habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich da in diese Rollen reinfinden muss. Und habe viel selber über mich auch gelernt, über meinen Körper, der mir dann irgendwann auch mal gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Was dann auch zum Beispiel einem Tourabbruch mal geführt hat. Was auch natürlich ein übelster Downer war, aber im Endeffekt die beste Entscheidung meines Lebens, da auf mich und meinen Körper zu hören. Es ist einfach nur stark, irgendwie sich das einzugestehen, dass man auch mal keine Kapazität mehr hat und dann die Luft raus ist, weil am Ende sind wir keine Maschinen. Guck mich nicht so an, ich schwör, ich würd's sagen, wenn ich nicht mehr kann, ich hab einfach wenig geschlafen. Ich weiß, du hast Angst, wenn ich mich paar Tage nicht melde, ich weiß, das ist nicht mehr dasselbe. Das war nie so, dass mein Management oder Label oder sonst wer gesagt hat, ey, du musst das machen, sondern ich war diejenige, die gesagt hat, ich will es trotzdem machen, obwohl es mir gerade nicht gut geht. Und natürlich haben die auch gesagt, boah, vielleicht solltest du echt mal Pause machen. Aber ich war die Person, die gesagt hat, ich will das machen, weil ich dafür brenne und weil ich das liebe, auf die Bühne zu gehen und diese Chancen zu bekommen. Aber am Ende ging es dann irgendwann nicht mehr, dann habe ich abgebrochen und gemerkt, okay, vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, eine Sache davor weniger zu machen, damit ich auf die Bühne gehe und den Leuten sage, ey, ich freue mich heute hier zu sein und mir geht's gut und nicht denen straight ins Gesicht zu lügen. Weil Fakt ist, man ist in einem Showbusiness, so Show must go on so, aber wenn es halt dann nicht mehr weitergeht, dann hat niemand was davon. Doch ich hab lang nicht geweint. Ich glaub, das heißt, dass ich glücklich bin, ja, ja. Manchmal schlaf ich nicht ein, jetzt wo die Nächte kürzer sind, ja, ja. Nein, ich bin nicht allein, es war einfach krass viel los im letzten Jahr. Also wenn du fragst. Ich hab, ich würde mal sagen, mit 15 angefangen, die Musik dann auch zu veröffentlichen. Und ich weiß noch, dass das einfach mein Ventil war, das rauszulassen, in die Songs meine Gefühle zu packen. Hab's aber niemandem gezeigt. Und das allererste Mal, als ich dann die Musik released habe auf YouTube und irgendwann dann Spotify und Co., war ein ganz krasses Gefühl, weil du gibst dann den Leuten Zugang zu deinem Herz, so, zu deinen Gefühlen. Und zu der Zeit war ich wirklich innerlichen Stein. Also ich habe nicht mal mit meiner besten Freundin über Gefühle oder über das, was ich
ne, was für mir vorgeht, gesprochen, nur in meiner Musik. Und plötzlich ist es für alle zugänglich. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe und so offen ja, über meine Inhalte auch sprechen kann. Das hat mich definitiv zu einem ganz anderen Mindset irgendwie geführt. Und jetzt bin ich kein Stein mehr. Und wenn ich jetzt losweinen würde, dann wäre es für mich auch okay. So. Ich bin nicht traurig, mir ist eigentlich okay. Ich bin nur müde, nur ein bisschen müde. Ist nicht so, wie es aussieht. Hab nur glasige Augen, weil die Birken am Blühen sind. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich habe überwiegend einfach positive Rückmeldungen bekommen, beziehungsweise halt auch von Leuten gehört, ey, mir geht's genauso und danke, dass du mir aus dem Herzen sprichst. Oder auch so mit so Songs wie Blau, wo ich über mein Coming-out oder LGBTQ generell gesprochen habe. Oder Songs wie Tränenmeer oder Vielleicht, da wo ich über einen Tod von einer guten Freundin geschrieben habe. Das konnten halt auch viele relaten. Und ich finde es toll, dass ich so eine Community habe, mit denen ich mich zusammen austauschen kann. Weil es ist nicht so, dass nur ich denen irgendwie Power gebe mit den Songs, sondern dadurch, dass die das hören und ihre Geschichte mit mir teilen, gibt mir das auch extrem viel zurück. Und dann weiß ich, yo, wir sitzen irgendwo alle so im selben Boot und das ist völlig normal, dass man mal struggelt. Aber ich komm schon klar und glaub mir, ich rauch nur noch ab und zu. Mach dir keine Sorgen, wenn du nichts hörst, von mir geht's mir gut. Meistens gut. Ich war halt dieses klassische Teenage-Alter, so 14, 15, wo ich das gemerkt habe, dass ich eventuell auf Frauen stehe. Dann gab es Leute im Umfeld, die da nicht so cool damit umgegangen sind und viel getuschelt hinterm Rücken. Und sowas verunsichert einen extrem, wenn man noch so in dieser Entwicklungsphase ist und man selber noch gar nicht so seine eigene Identität, wie man so ist, man sich noch gar nicht so selber kennengelernt hat, wenn man gerade erst dabei ist. Deswegen, ich weiß bei mir selber, obwohl ich eigentlich voll die gute Jugend hatte und jetzt auch voll angekommen bin mit mir selber, dass das trotzdem nicht alles leicht war und dass dieses Thema LGBTQ ein ganz wichtiges Thema ist und mich sehr emotionalisiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die nicht einfach so jemanden mal lieben konnten, weil sie dachten, dass es falsch ist, jetzt ganz anders lieben und das viel mehr schätzen tatsächlich, wenn sie jemanden lieben und wenn sie dann eben angekommen sind mit diesen Gefühlen und das zulassen können. Und ich merke das auch bei mir selber so, dass es jetzt auf jeden Fall eine andere Liebe ist, die ich mir zu Menschen verspüre, als es vor ein paar Jahren war, als ich eben noch 14, 15 war. Doch ich hab lang nicht geweint. Ich glaub, das heißt, dass ich glücklich bin, ja, ja. Manchmal schlaf ich nicht ein, jetzt wo die Nächte kürzer sind, ja, ja. Nein, ich bin nicht allein, es war einfach krass viel los im letzten Jahr. Also wenn du fragst. Ich kann mich erinnern, dass mir eine Lehrerin tatsächlich mal geschrieben hat, voll nette Nachricht und ey, toll, dass du es so weit geschafft hast. Aber warum musst du jetzt einen Song irgendwie wie Blau rausbringen? Wir sind in dem und dem Jahr und da kann auch jeder so sein, wie er sein will. Aber wenn man sich die Weltkarte anschaut zum Beispiel und sieht, in wie vielen Ländern das illegal ist, beziehungsweise man dafür die Todesstrafe bekommt, dann zeigt es mir eindeutig, dass die Welt noch nicht so weit ist, dass jeder so leben kann, wie er leben will. Deswegen ist es halt wichtig, dass man über solche Dinge irgendwie spricht. Und ich habe immer Angst, dass das dann zu erdrückend wirkt und dass man dann so sagt, oh, alles ist Kacke und so. Aber das ist es ja gar nicht, weil ich finde es positiv, mal negative Dinge anzusprechen. Und dass es einfach sein muss, um für sich selber das rauszulassen, aber auch um anderen zu zeigen, dass es komplett normal ist, solche Dinge zu fühlen. Ich bin nicht traurig. Mir jetzt eigentlich okay, ich bin nur müde, nur ein bisschen müde. Ist nicht so, wie es aussieht. Hab nur glasige Augen, weil die Birken am Blühen sind. Ich bin nur ein bisschen müde, nur ein bisschen müde. Als ich noch ein bisschen jünger war,
da saß ich irgendwo in dem größten Kaff, war noch nicht in Berlin, war noch nicht geoutet, habe das alles in mich hineingefressen, konnte vor meiner besten Freundin nicht weinen. Irgendwie, das war alles total schwer und verstehe ich ja auch, dass das für mich war. Dann habe ich angefangen, eben auf YouTube mir Videos anzuschauen und bin dann auf so eine Shannon Beveridge irgendwie gekommen, so LGBTQ-InfluencerInnen. Ja, und habe mir da diese Infos irgendwie geholt und deren Mindset und Bestätigung. Jetzt will ich halt sowas auch für die Leute sein. Was ich bei mir auf jeden Fall extrem gemerkt habe, was mir geholfen hat, und ich glaube, das wäre so mein Tipp an die Leute, vor allem so die jüngeren Leute, wo man eben noch so in der Entwicklung steckt und auf dem Weg zu sich selbst zu finden, dass man sich mit sich selber extrem auseinandersetzt. Weil am Ende, wenn dir jemand die Diagnose gibt, so Depression oder dir geht schlecht und du kannst es selber nicht einordnen, dann ist es irgendwie schwierig. Und dann zeigen halt die Leute mit dem Finger auf dich und sagen, ja, du musst es so und so machen, gegen Therapie und bla. Aber ich glaube, das kann man wirklich erst annehmen, und so, wenn man es selber realisiert. Und so konnte ich halt die nächsten Schritte irgendwie angehen, das dann auch bewusst wahrzunehmen und bewusst dann zu merken, ah, okay, das und das sollte ich in meinem Alltag vielleicht ändern und mehr auf mich achten. Aber ich glaube, das ist so der allererste Schritt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und in sich selber so reinzuhören, damit wirklich man was verändern kann und damit es auch besser wird. Nur ein bisschen müde. Nur ein bisschen müde. Könntest du ganz kurz dieses nur dieses